Ja, das stimmt. Also, ich halte da auch nicht so viel von und ich bin wieder rausgeflogen. Ja, ich bin gespannt, was sie sich wieder dabei gedacht haben. Und ich bin wieder irgendwo im Boden eingebuddelt. Sehr cool. Ah. Och Mensch, Tommy, ich Ja. glaube, 50% deiner Aufnahmen werden nur vom Minecraft-Startseitengedöns handeln. Wie du Ja, genau. rausfliegst. So ungefähr wird es sein. So. Also. Bezahlte Videos. Also wie gesagt, fände ich nur cool, wenn es wirklich sowas wie How I Met Your Mother oder irgendwie sowas, was wirklich high-end produziert ist. Da würde ich das vielleicht verstehen, aber so Na. könnte ich mir das nicht vorstellen, dass es geguckt wird. Vor allem, das Schlimmste wäre ja noch, wenn sie dann nur Kreditkarte machen. Das wäre auch eh total geil. Weil Seiten, wo ich aus den USA oder sowas kaufe, bin ich immer froh, dass die PayPal haben. Na. Weil über PayPal ist so einfach, eine Kaufabwicklung zustande zu bringen. Da gibst einfach dein Konto an. Genau. Gibst Passwort ein und dann, ja, bezahlt der halt. Genau. Und ja, wenn die so nur mit Kreditkarte machen, nicht jeder hat eine Kreditkarte. Ich habe zum Beispiel jetzt auch noch keine. Ich Keine selber habe Ahnung. auch noch keine. Ich habe nur mein normales Konto bei der Sparkasse zum Beispiel jetzt und mehr auch nicht. Ja, siehst du mal. Weil ich selber würde mir ja dann eh die Videos, wenn ich ganz ehrlich bin, dann eh nicht anschauen wollen, weil. Wenn ich dann pro Video oder selbst bei denen zum Beispiel jetzt ein Abonnement irgendwie pro Monat dann abschließen müsste und da 10 Euro pro Monat zahlen würde, dann würde ich ehrlich gesagt echt keinen Bock haben, dann die Videos zu gucken. Ja, ich hätte auch keinen Bock drauf, also ganz ehrlich. Also, so viel ist es mir dann auch nicht wert. Na. Ich meine, da kann man lieber irgendwie spenden oder so Leuten, die Videos machen oder so. Sagst du, Richtig. okay, ich mache einen Spendenbutton und gebe dir mal ein paar Euro dafür, dass du das so cool gemacht hast und dass du weiterkommst und dich weiterbildest oder was weiß ich was. Das sollte YouTube ja mal ehrlich gesagt dann einführen. Das ist dann halt, klar, das kommt dann auch ziemlich doof rüber, wenn dann auf dem Kanal steht, hier Spenden für ihn, aber ich finde, das wird dann um einiges besser sein als Hodentrompete. Ja, genau, Hodentrompete, da kommt sie wieder. Nee, Ja, also, finde ich, sollte. Spenden generell, es gibt auf Vimeo, gibt es dieses Tipp des Video oder so, habe ich jetzt gesehen. Da kannst du, wenn du Videos hochlädst, kannst du sagen, okay, da gibt's dann Leute, die geben dem Video ein bisschen Geld sozusagen. Ja. Weil das ist ja dann auch freiwillig und das finde ich Ja, um einiges freiwillig, um besser. denjenigen zu unterstützen, Na. der es tut. Und sowas finde ich in Ordnung. Richtig. So, es kommt dann auch um einiges besser an, als wenn er da irgendwie steht, ja, hier, jetzt musst du sofort 20 Euro bezahlen, nur damit du das Video gucken kannst. Ja. Also 20 Euro ist jetzt natürlich übertrieben, aber trotzdem, jetzt als Beispiel. So. Gut, ich kann jetzt hier schon mal das nächste Dach draufbauen. Ja, das war ein krasses Beispiel, aber trotzdem. Ja. Also ist auf jeden Fall Gut. schon Endkacke. Um das jetzt einfach mal als Schlusswort, denke ich mal, jetzt einfach mal zu sagen. Genau. Also, YouTube macht keinen Mist. Hammer, Macht ey. keinen Mist. Wir weisen jetzt einfach YouTube auf dieses Video hin und sagen denen, ihr seid scheiße. Hat uns schon die neue Ja, Startseite gebracht. Aber hey, YouTube hast du. macht's besser. Na, aber hey, hast du gesehen, dass YouTube immerhin schon mal, wenn man auf seine Abos geht, an erster Stelle jetzt wenigstens mal die Upload stehen hat? Echt? Haben sie es geändert? Ja. Also es, normalerweise, wenn man auf meine Abos gegangen ist, stand da ja alle Aktivitäten sofort an erster Stelle und da muss man erstmal auf nur Uploads gehen. Und das haben sie jetzt Hm, ja, immerhin einmal stimmt. komplett umgedreht. Das ist, finde ich, ist immerhin schon mal ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Ein Klick weniger. Jeder Klick, den die Zuschauer sozusagen machen würden, es ist jetzt zwar hart zu sagen, aber die Leute sind einfach zu faul. Ja, umso mehr Klicks sie machen müssen, umso, ja. Ja, umso mehr Klicks sie machen müssen, umso weniger kommen sie an Richtig. am eigentlichen Video. Die alte Startseite war am besten. Da hast du am Anfang auf der Startseite direkt alle aufgelistet gehabt, so alle Videos, die gerade so
aktiv waren, die viel geguckt wurden. Du hattest auch Chancen, durch Favoriten auf die Startseite zu kommen. Richtig. Und ja. Ja, das war alles gute alte Zeit früher. Das waren noch Zeiten, du. Damals, als es die Mark noch gab. Ja, heute hast du ja keine Chance mehr, irgendwie auf die Startseite irgendwie zu kommen. Und ich springe hier die ganze Zeit rum und lagge und... Ah. Aber hey, bei mir läuft alles flüssig. Bei mir nicht, weil er springt die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, warum. Ich mach gar nichts. Ich habe nur gerade gesehen, dass du da hinten Erde abgebaut hast. Ja. Hol mir Sand hier. Das nächste Mal kommst du einfach zu mir. Dann chillst du dich bei mir auf dem Bett oder auf dem Sofa und nimmst von da dann Minecraft auf, so. Ja, genau. Oh, meine Schippe ist kaputt gegangen. Meine Schippe ist kaputt gegangen. Oh, Tommy, soll ich dir eine neue Schippe geben, damit neue. Du einen Sandbaukasten bauen kannst? Ich hab noch eine. Armes Tommy. Bin bewaffnet. Mit einer Schaufel. Ach, Leute. Ich baue die ab und die kommen immer wieder. Weil ich so lagge. Ja. Weil ich so lagge. Weil ich so lagge. Ja. Kommt mir schon fast so vor wie Cheaten, weil diese Blöcke sich immer... Ach, Mensch, ich sammle die immer wieder auf, aber die kommen immer wieder. Also habe ich so quasi aus einem seinen Block 2 gemacht. Oh, ich habe okay. Kohle gefunden. Kohle. Ich habe dafür Erfahrungspunkte gekriegt. Ich glaube, ich bin jetzt voll Level 100 und so. Ja, voll Oberprots Guild. Das Lied wurde sich übrigens auch in den dem Dingsens auf Facebook gewünscht, dass wir das mal trennern sollen. Okay, trennen wir Kohle. Och Mann, wir sind nicht im Beat. Wir sind nicht voll im Beat. Wir sind beatlos. Hammer, ey. Wir sind voll die beatlos Opfers. Ey, yo, voll Opfer. Jetzt nehme ich noch ein paar Steine mit. Ey, wie gelegen das alles kommt hier. Steine. Ich glaube, wir kommen irgendwie mit Verzögerung hin, deswegen können wir es nie im Leben gleichzeitig singen. Richtig. Besonders, weil ich ultra lagge. Ey, aber bei mir hast du bis jetzt Code. Oh, ich liebe diese Auto-Dingsens-Nachrichten. Nächstes Mal mache ich andere. Ihr seid alle Scheiße und Kacke und sonst was. Ah ja, genau, ich wollte ein Tor bauen. Tor. Tür wieder zu. Ich habe meine Trittplatte vor unsere Tür gesetzt. Geht zu, Tür. Geht zu, so. Wie machen wir nochmal eine Trittplatte? Zauntor meine ich. Zauntor? Da musst du Eier drauflegen. Nein, ich hab keine Ahnung. Ich weiß echt nicht mehr. Eier. Ich probiere gerade einfach mal random irgendwie was. Ah, ich hab ein Zauntor. Yay. Wie macht man das? Links und rechts Stickies und in der Mitte Holz. Und das halt in die untersten beiden Reihen. So, jetzt haben wir hier wenigstens schon mal ein... Geh auf, scheiß Zauntor! So. Ganz schön sticky, hä? So, das nächste Thema wäre Genmanipulation. Wie steht ihr dazu? Gut oder schlecht? Von Luise K. Genmanipulation. Es gibt ja diesen Mais oder was weiß ich nicht was, diese ganzen Mais, Tomaten oder was weiß ich nicht was alles, die sie jetzt genmanipulieren. Ja, richtig. Scheiße, ne? Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also, es könnte funktionieren, Tomaten rausbekommt oder so, die nicht verfaulen oder sonstiges. Aber wenn dieser genmanipulierte, wie heißt es jetzt, dieser Samen von diesen Pflanzen jetzt auch auf die anderen überschlägt, ob das so gut ist, und hinterher haben wir nur noch genmanipulierte Sachen, weil so diese ganzen Samendinger, die fliegen ja durch die Luft und kommen ja eigentlich überall hin, und ja, ich wüsste jetzt nicht, wenn da was schief läuft, dann ist hinterher auf einmal so eine ganze, zum Beispiel gibt es keine Tomaten mehr, dann würde ich
Oh mein Gott, ich und keine Tomaten. Ich liebe Tomaten. Ja, das wäre hardcore. Das wäre richtig hardcore. By the way, wo bist du? Kommst du schlafen? Bist du irgendwo weg? Ja, ich komm schlafen. Ja, also es gibt ja auch dann zum Beispiel dieses Thema, dass dann ziemlich viele bakteriellen Krankheiten dann dadurch entstehen oder sowas, dass manche Leute hier genmanipulierte Sachen nicht vertragen und sowas. Ja. Also klar, es hilft jetzt schon, dass sie zum Beispiel jetzt schneller wachsen und einfach länger haltbar sind oder sowas. Das ist halt schon ein positiver, ja, Vorteil, sag ich jetzt mal. Aber es gibt halt auch ziemlich viele negative Aspekte leider auch. Ja, da bin ich gespannt, was die Zukunft bringt. Und also ich selber muss auch sagen, ich selber esse ziemlich wenig Bio. Um das jetzt auch mal so zu sagen, um jetzt auch mal das Beispiel Tomaten und sowas zu bringen. Du kommst gerade nur so... Nochmal bitte? Nein, also ich selber bin auch kein Biomensch oder sowas, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich esse jetzt nicht irgendwie jetzt Biozeugs, nur weil die jetzt nicht bestrahlt sind. Witziger Witz für Japan. nein, natürlich nicht. Wie gesagt, das ist ja auch total oldschool jetzt der Witz. Ja, auf jeden Fall halt, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin jetzt kein Biotyp oder sowas, aber trotzdem... Nee. Wie gesagt, man denkt einfach, wenn man jetzt zum Beispiel Tomaten kauft, denkt man ehrlich gesagt gar nicht daran, wo die jetzt herkommen oder ob die jetzt irgendwie mit Genmanipulation irgendwie vollgesprüht wurden oder sowas. Da denkt man einfach gar nicht selber dran. Ja. Wolltest du noch was sagen, Tommy? Knoten Bob? Ach nee, es gibt wieder ein Problem mit diesem Anruf. Yay! Bam! Ja, ich warte einfach mal, bis der Tommy wieder da ist. Ja, der Tommy und sein Internet ist auch so ein schönes Thema, was man ausdiskutieren könnte. Wo ist denn er? Hä? Da ist er. Tommy? Verlass mich nicht! Tommy! Tommy! Ah, der kommt gleich wieder. Bestimmt, hundertprozentig. Ah ne, Knotenbob left the game. Shay ist im Internet gerade richtig abgeschissen. Na, was ist da los? Was ist da los? Jetzt geht auch meine Musik irgendwie nicht weiter. So. So, dann bin ich mal gespannt, wann der Tom jetzt gleich wiederkommt. Wieso pausiert die ganze Zeit meine Musik? Ah, okay, ich glaube, ich muss jetzt nochmal bei ihm anrufen. Moment. Also kleine Werbeunterbrechung hier. Nee, es gibt immer noch ein Problem mit dem Anruf. Oder Tommy, bist du wieder da? Ich hab ihn gerade gehört. Tommy! Verlass mich nicht! Ich höre ihn, ehrlich? Hallo? Na, Tommy! Hallo! Tommy! Bist du da? Hi. Ich hab dich so vermisst, mein Schatz, ja, sie Pupsi. Ich dich auch. Oh, du bist nicht bis wieder da. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Was hab ich jetzt eingegeben? Spam? Spam. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt Spam eingegeben habe oder Spawn. Oh. Ja, das ist, werden wir eh noch öfters haben hier. Mann, Mann, Mann. Aber du bist wieder da. Ich hab wirklich Spam eingegeben. Da stand, diesen Comment, diesen Dings gibt's nicht. So. Oh, ey, das wird schön hier. Wo haben wir jetzt drüber gesprochen? Über Genmanipulation. Genmanipulizei, ne? Genmanipulizei. Ja, das ist auch bestimmt so ein schönes Thema. Hier so genmanipulierte Polizisten. Die sind voll schlimm. Das wäre echt total krass. Meine Musik ist aus. Meine läuft noch. Ja, meine ging gerade, meine ist irgendwie gerade komischerweise pausiert. Wieso meine auch immer. Weil Skype sich beendet hat oder so. Ja. By the way, ich bei hier baue. Ich sag. Ich hab's gesehen. Du baust Bibidababendebubendebeis. So, ich mach mal unten ganz viel Glas. Okay, dann können wir wieder hier weiterbauen. Also wir müssen nochmal irgendwie klarkommen, beziehungsweise gucken, was wir alles in den Etagen hier bauen.
ganz viel Truhen und Stuff, den wir ablegen, und wir machen Schilder und ordnen das und. Ey, 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 ich hab voll die krasse Idee, ich hab voll die krasse Idee. Lass mal gleich in eine Höhle gehen oder so. Ey, das wäre voll cool.